Wir melden uns vom Maimarkt in Mannheim. Das ist Deutschlands größte regionale Verbrauchermesse. Die Messe gibt es seit über 400 Jahren und dieses Jahr ist auch die AfD mit einem Stand vertreten. Nachdem CDU und SPD keinen Stand mehr machen, sind wir hier eingesprungen und haben auch in den nächsten Tagen und heute viele Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete hier am Stand. Heute Morgen ist die Fraktion des Deutschen Bundestags, der AfD, im Deutschen Bundestag da. Und ich darf den Dirk Spaniel begrüßen. Danke, dass du hier bist. Meine erste Frage an dich, warum bist du heute auf den Maimarkt gekommen? Ja, einmal ist für uns mehr als nur ein Wort. Und wir wollen eben gerade durch unsere Präsenz bei so einer traditionellen Veranstaltung demonstrieren, dass wir uns mit diesem Land verbunden fühlen. Mannheim ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort, die ganze Region. Und ich bin eben hier in meiner Funktion als Bundestagsabgeordneter und auch als Sprecher der Landesgruppe Baden-Württemberg im Deutschen Bundestag. Und für uns ist wichtig, hier die Präsenz vor Ort zu zeigen. Wir sind für die Leute da, wir hören uns die Sorgen der Leute an. Und gerade so eine traditionelle Veranstaltung ist eben auch etwas, wo wir zeigen wollen, für uns ist Heimat mehr als nur ein Wort. Ja, Dirk, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen berichten, wie es im Bundestag so ist. Ihr seid ja jetzt neu da. Ja. Seid ihr da schon angekommen? Wie ist so die Stimmung? Ja, die Stimmung der AfD-Fraktion im Bundestag ist die, dass wir jetzt die letzten Monate unsere Mannschaft aufgebaut haben. Zum einen Teil, die Abgeordneten haben ihre Teams weitgehend vollständig. Die Fraktion selber baut noch Leute auf. Wir sind, was das Geschäft im Bundestag angeht, also das operative Geschäft, die Anträge, die parlamentarische Arbeit, sind wir, denke ich mal, schon ganz gut. Wir haben auch das Gefühl, dass wir die Diskussionen schon massiv beeinflussen. Ich kann zum Beispiel sagen, am Anfang wurde ich persönlich im Verkehrsausschuss begrüßt und sehr freundschaftlich behandelt. Nachdem wir einige sensible Themen dort angesprochen haben, ist das Klima anders geworden. Betrachtet uns mittlerweile als Leute, die die Diskussion tatsächlich massiv beeinflussen. Wir bestimmen auch die Agenda im Bundestag mittlerweile. Das sieht man daran, dass quasi in jeder Rede eines anderen Abgeordneten auf eine Position der AfD verwiesen wird. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind eigentlich für alle anderen permanentes Thema. Und das heißt, sie beschäftigen sich mit uns und sie müssen immer öfter feststellen, dass die Positionen, die wir vertreten, eigentlich ganz vernünftige Positionen sind. Und das machen sie natürlich nicht, indem sie das anerkennen, sondern indem sie unsere Anträge kopieren und leicht verändert einreichen. Und das ist zum Beispiel auch bei vielen Anträgen gerade der FDP zu sehen. Das sind inhaltlich weitgehend deckungsgleich mit AfD-Positionen und die werden dann einfach auch eingereicht als Anträge. Und deshalb, ja, wir sind angekommen im parlamentarischen Business. Wir wirken aber nicht so, dass die anderen uns auf die Schulter klopfen, sondern wir wirken so, dass wir permanentes Gesprächsthema sind und wir wirken so, dass andere Fraktionen unsere inhaltliche Arbeit punktuell übernehmen. Es gibt aber einen kleinen Unterschied. Ich kann nicht in die Köpfe der anderen reingucken, ob sie das wirklich umsetzen wollen. Aber ich kann Ihnen eins versprechen. Wir wollen das, was wir tatsächlich beantragen, nicht nur als Showveranstaltung, sondern wir wollen das, was wir beantragen, echt umsetzen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei den vielen anderen nur der Horizont ist, über diese Diskussion zu kommen und vielleicht über die 4 Jahre zu kommen. Und bei uns ist definitiv eine langfristige Agenda dahinter. Also wir sind immer begeistert, wenn wir die Reden sehen im Bundestag über Phoenix. Ja. Und da habe ich auch viele Rückmeldungen aus unserem Kreisverband hier aus Heidelberg. Ja, du bist ja auch Fachpolitiker, Dirk. Wir haben hier ein Plakat, vielleicht kann man es mal einblenden. Ja zum Diesel, Finger weg von unseren Autos. Das haben wir in dem Wahlkampf plakatiert. Sag mal was zum aktuellen Stand der Dinge. Feinstaub, Abgaswerte. Ja. Da bist du ja, glaube ich, auch Sprecher von der Arbeitsgruppe im Bundestag. Wir haben im Bundestag, ist ja die Ausschussarbeit ist ja thematisch gegliedert. Es gibt dort einen Ausschuss Verkehr und digitale Infrastruktur. Und zu diesem Ausschuss gibt es einen Arbeitskreis der AfD-Bundestagsfraktion. Deren Sprecher bin ich. Ich bin auch Obmann in diesem Verkehrsausschuss und ja, ich bin von meiner Historie her Maschinenbauingenieur, war in der Fahrzeugbranche bei einem großen süddeutschen Automobilhersteller angestellt
Deshalb ist das so ein bisschen auch mein Thema. Ja, ich kann nur sagen, dass wir als AfD-Fraktion völlig entsetzt sind über die Position der anderen Parteien. Wir haben ja jahrelang hier eine Feinstaub-Diskussion gehabt. Das heißt, auf einmal war Feinstaub ein Riesenthema. Dann hat man festgestellt, wissenschaftliche Studien haben gezeigt, es ist gar nicht der Feinstaub von den Fahrzeugen oder aus den Motoren. Also ist das Thema Flux umgeschwenkt zur Thema NOx-Debatte. Dann haben wir hier eine riesige NOx-Panik-Diskussion mittlerweile in Deutschland. Wenn man das wissenschaftlich analysiert, stellt man fest, die Konzentrationen, die wir hier als Grenzwerte vorgeben, auf einmal in der Europäischen Union und auch in Deutschland, die sind ja mehr oder weniger zufällig zustande gekommen. Dann gibt es dann Diskussionen, wie kann das sein? Wir haben in dem Verkehrsausschuss im Bundestag die Diskussion geführt, dass wir doch bitte diese Grenzwerte, die wir momentan haben, wissenschaftlich hinterfragen wollen. Und auf der inhaltlichen Ebene sind wir uns da einig. Ja, wir wollen das. Nur wir wollen das eben ganz kurzfristig, weil wir diese Fahrverbote verhindern wollen. Und wir können überhaupt nicht verstehen, warum zum Beispiel die Richtwerte so gewählt wurden. Und wir können aber auch nicht verstehen, warum die Messstationen, kann man sich ja fragen, die Richtwerte gelten für die ganze EU. Warum hat eigentlich Rom oder Paris kein Feinstaub- und Stickoxidproblem? Und das ist sehr spannend. Wir haben das auch gefragt, haben uns auch gefragt, wer mal in Paris oder Rom war, weiß, die Luft da ist deutlich dreckiger als zum Beispiel in Stuttgart. Und dann kommt man dann in die Analyse und stellt fest, ja, die Vorschriften, wie diese Messstationen aufgestellt wurden, die wurden bei uns in Deutschland besonders interpretiert und besonders streng interpretiert. In Deutschland ist sichergestellt, dass garantiert der Worst-Case-Wert gemessen wird. In anderen Städten war man da flexibler und deshalb misst man da auch andere Werte. Und deshalb haben andere auch nicht das gleiche Problem. Also wir haben quasi in Stuttgart, ich will nicht sagen, wir haben da saubere Luft, aber wir haben im Verhältnis zu anderen europäischen Großstädten sehr viel sauberere Luft, aber wir messen an den Stellen, wo es im Verhältnis schlechter aussieht. Da war doch jetzt auch diese Diskussion um die EU-Werte zum Thema Luftschadstoffe. Ja. Ihr habt einen Eilantrag eingereicht im Bundestag, ja. Der wurde aber abgewiegelt. Kannst du vielleicht gerade dazu noch was sagen? Ja, diese Bundestagsdiskussion war so gelaufen. Es gibt eine Vorschrift der EU zur Reduktion der Verbräuche von Fahrzeugen. Und unserer Ansicht nach, und wenn Sie das mit wissenschaftlichen Quellen checken, kann man das auch locker beweisen, praktisch sollen Autos zukünftig bestraft werden, die mehr als 4 Liter Benzin verbrauchen. Jeder, der ein Auto fährt, weiß, dass ein Auto de facto mehr als 4 Liter Benzin verbraucht. Und diese Autos, die mehr verbrauchen, sollen eben drastisch reglementiert und bestraft werden. Jetzt ist es so, dass dieser Eilantrag von uns unsere Autoindustrie schützen sollte, weil diese Regelung soll sehr kurzfristig in Kraft treten. Blöd war jetzt, dass wir das auch im Ausschuss zur Sprache gebracht haben. Wir haben unsere Position selbstverständlich zur Sprache gebracht. Es wurde aber ohne Diskussion vertagt vom Herrn Özdemir. Natürlich können Sie sich denken, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und dann haben wir diese Diskussion auch durch Hintergrundgespräche mit der Union geführt und auch mit der FDP. Es war also nicht so, wie behauptet wurde von dem Sprecher der Union, dass die AfD völlig überraschend dieses Thema diskutieren wollte. Das ist schlicht unwahr. Wir haben im Hintergrundgespräche geführt und wir haben ganz offiziell im Ausschuss dieses Thema ansprechen wollen. Die anderen Parteien wollten mit uns über das Thema nicht sprechen. Ja, und die Konsequenzen von diesem Antrag werden sein, wenn diese Richtlinie so kommt, wie sie momentan geplant ist, dass die Autoindustrie keine Fahrzeuge mehr verkaufen kann, die mit Verbrennungsmotoren ausgestattet sind, größere Fahrzeuge, weil die ja drastische Strafzahlungen dann befürchten müssen. Und diese Regelung tritt in den Jahren 2021 folgende in Kraft. Ja, schon drastisch, finde ich. Was sagst du zur Zukunft der deutschen Automobilindustrie in Anbetracht all dieser Entwicklungen? Haben wir noch eine Chance? Also erstmal ist die deutsche Weltmarkt. Ich denke, dass die Autoindustrie in Deutschland sehr wohl wettbewerbsfähig ist. Aber es kann nicht sein, dass wir uns durch Verschärfung von Regeln selber hier das Leben schwer machen. Und dass wir in Europa auch keine deutschen Interessen vertreten. Ist doch selbstverständlich. Wer soll denn deutsche Interessen vertreten, wenn nicht die deutsche Regierung? Und es kann ja auch nicht sein, dass wir widerspruchslos Regelungen hier in Kauf nehmen, die eventuell negative Auswirkungen auf die deutsche Industrie haben. Es geht nicht darum, dass wir deutsche Interessen durchboxen. Aber es geht ganz klar darum, dass wir auch
deutsche Interessen und gerade auch die Interessen der Arbeitnehmer hier in Deutschland vertreten. Die deutsche Industrie ist global aufgestellt. Aber die deutsche Zulieferindustrie, gerade die Automobilzulieferindustrie, die hat kein Sprachrohr. Deren Sprachrohr sind wir. Müssen wir sein, weil sonst ist ja niemand da. Stichpunkt deutsche Interessen. Trump sagt ja immer America first, ist auch aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Du kritisierst auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung. Warum? Ja, weil hier werden Ziele postuliert, aber es wird nicht gesagt, wie man sie erreichen will. Und das, denke ich mal, ist immer das Wichtige. Ich kann mir alles wünschen, aber ich muss doch ein Konzept haben, wie ich etwas erreichen will. Und dieses Konzept muss ich transparent machen. Und es gehört für mich zu einer seriösen, verantwortungsvollen Politik, dass ich nicht Sachen behaupte, von denen ich nicht weiß, wie ich sie erreichen kann. Und ich sehe, und das haben wir auch in der Bundestagsrede ja dargestellt, ich sehe einfach nicht, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Ich wünsche mir auch eine bessere Welt, wo alle glücklich miteinander leben, wo wir keine Abgase erzeugen, in der alle Menschen vermögend sind und niemand böse zu jemand anders ist. Aber irgendwie, ich sehe kein Konzept, wie wir das erreichen wollen. Und da muss man so ehrlich sein und sagen, wenn ich kein Konzept habe, dann mach doch bitte erst das Konzept, diskutiere das mit der Bevölkerung und die Konsequenzen und dann postuliere ich Ziele. Und ich mache es nicht andersrum. Sehr vernünftig. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Ziele eurer Fraktion für die nächsten Jahre, was Wirtschafts- und Verkehrspolitik anbetrifft, uns sagen. Ja, wir wollen vor allen Dingen eins erreichen. Wir wollen erreichen, dass wir über die Dinge diskutieren und nicht erst etwas postulieren und den ganzen Zug in eine Richtung lenken, aus dem wir dahinter nicht mehr rauskommen. Wir haben zum Beispiel mit der ganzen europäischen Überregulierung, was dem Thema Energie angeht, haben wir ein EEG geschaffen, das im Prinzip eine Entkopplung von einer Marktsituation darstellt. Wir stellen mittlerweile fest, die Stromversorgung in Deutschland ist eben nicht so, wie sie sein sollte, gesichert, sondern sie verlässt sich immer mehr auf diesen variablen Strom. Und es wird langfristig so kommen, dass wir immer mehr Strom aus dem Ausland einkaufen. Nein, das ist nicht unser Ziel. Wir müssen für dieses Land die Verantwortung übernehmen und sagen, wir müssen die Interessen dieses Landes vertreten und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Stromversorgung in Deutschland sichergestellt wird. Und das geht eben nicht mit Solar- und Windkraftwerken. Das kann man auch ganz klar beweisen. Da gibt es also kein Konzept. Die Energiebranche in Deutschland ist massiv geschädigt worden dadurch. Es gibt kaum noch funktionierende Energieversorgungsunternehmen aus Deutschland. Langfristig gibt es auch keine Perspektive für diese Unternehmen. Und das wollen wir verhindern, dass das eben auch in der Automobil-, vor allen Dingen in der Automobilzulieferindustrie, so stattfindet. Gleichzeitig geht es vor allen Dingen darum, America First ist ja auch ein Schlagwort. Gleichzeitig geht es darum, wir wollen vor allen Dingen die Arbeitsplätze in Deutschland halten und aufbauen. Es kann nicht ein Ziel sein, dass wir einen Ausgleich der Beschäftigungsverhältnisse in Europa haben. Wir haben in Europa momentan die Situation, dass wir in vielen Ländern prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben und dass wir massenhaft Jugendarbeitslosigkeit haben. Das heißt, wir wollen keine Angleichung der Verhältnisse ins Negative. Wir wollen uns in erster Linie um die Verhältnisse in unserem Land kümmern. Wir sind von den Leuten hier gewählt worden und selbstverständlich vertreten wir auch die Interessen der Leute. Wirtschaftspolitik heißt in erster Linie für uns, wir müssen auch an die Interessen der Leute in diesem Land denken, weil sonst tut es ja keiner. Jetzt sind ganz viele Leute, die noch mit dir reden wollen, die an den Stand kommen. Vielleicht noch ein Satz. Was wünschst du dir für Deutschland in den nächsten Jahren? Was soll sich zum Positiven verändern? Ich wünsche mir, dass wir eine ehrliche Diskussion führen. Eine ehrliche Diskussion heißt, dass wir, wenn wir etwas politisch verändern wollen, dass wir auch die Konsequenzen und die Schattenseiten dieser Veränderung ansprechen und das rational mit den Leuten diskutieren. Und das findet in den letzten Jahren nicht statt. Politik hat in den letzten Jahren einfach Dinge postuliert und entschieden. Und in vielen Fällen war es so, dass man hinterher festgestellt hat, die negativen Konsequenzen hat man nicht bedacht. Und das kann nicht sein. Das ist keine seriöse, verantwortungsvolle Politik. In einem Industrieland wie unserem muss man bedenken, was es für Auswirkungen es hat, wenn man eine Wünsch-dir-was-Politik zeichnet, funktioniert das nicht. Wir haben Verantwortung für die Leute in diesem Land, die uns vertrauen. Und dieses Vertrauen schenken die Leute momentan auch den Altparteien. Und sie sehen aber jeden Tag mehr, dass die Politik eben keine konzeptionelle, durchdachte Wirtschafts- und Energiepolitik macht. Und wir werden das aufklären. Und ich wünsche mir für unser Land, dass wir einfach offen und transparent diskutieren können. Und ich bin mir sicher, am Ende kommen wir auf Positionen, mit denen auch die AfD übereinstimmt.
Das ist ja genau unsere Überlegung. Wir wollen eine Alternative sein. Wir wollen eine Alternative aufzeigen. Und ja, wir werden vielleicht nicht alles hundertprozentig durchsetzen. Aber allein, dass wir in diesem Land über Alternativen reden und nicht alles als alternativlos hinstellen, allein dadurch werden wir dieses Land zum Positiven verändern. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, Dirk. Das war Dr. Dirk Spaniel, unser Bundestagsabgeordneter von der Landesliste Baden-Württemberg. Und er ist extra aus Stuttgart heute zu uns gekommen, zum Maimarkt. Wir erwarten in den nächsten Tagen 350.000 Besucher und auch noch einige weitere Abgeordnete. Danke nochmal, dass du gekommen bist. Und Gottes Segen bei der weiteren Arbeit, Dirk. Hat mich gefreut, Malte. Danke.